Herzlich willkommen bei Free Spirit TV, dem Sender jenseits des Mainstreams. Heute mit einem super spannenden Thema: Manna, monoatomische Elemente. Aber vorher wünsche ich euch noch ganz kurz viel Spaß mit der Werbung. Hier noch eine Nachricht in eigener Sache. Free Spirit TV ist eines von mehreren Projekten des Free Spirit Bewusstseinstrainings. Dieses Training ist ein hervorragendes Konzept für Menschen, die einfach mehr vom Leben wollen. Wenn du dich nach etwas sehnst, sei es, dass du noch glücklicher sein möchtest oder reicher, gesünder oder nach einer tollen Beziehung, wenn du dich beruflich auf deine Vision konzentrieren und noch so einiges anderes verwirklichen möchtest, dann empfehlen wir dir von ganzem Herzen das Free Spirit Bewusstseinstraining. Du findest es unter www.freespiritinfo.com. Ah ja, und noch etwas. Da immer mehr alternative Kanäle im Internet unterdrückt werden, wissen wir nicht, wie lange wir dort noch senden können. Für den Fall, dass die uns das Licht abdrehen, sei vorbereitet und abonniere daher unbedingt unseren Newsletter auf freespirit-tv.ch. Danke und schön, dass es dich gibt. So, da sind wir wieder. Also, unser heutiger Gast, Martin Strübin vom Blaubeerwald. Ich habe versucht, seine Biografie ein bisschen zusammenzufassen und ich muss gleich sagen, es ist mir nicht gelungen. Daher herzlich willkommen, lieber Martin. Schön, dass du da bist. Ja, ich freue mich. Dankeschön für die Einladung. Gern geschehen. Könntest du uns mal eine kleine Einführung, wer bist du, was machst du, woher kommst du, so eine Zusammenfassung, wie du dorthin gekommen bist, wo du heute bist? Ja, ich glaube, das war das Leben, wie immer. Man plant ja einiges vor, bevor man inkarniert, und so ging es mir auch. Ich habe mir die Schweiz gewählt, als wunderschöner Startplatz, und bin da sehr behütet in der Natur aufgewachsen, in einem kleinen Dorf in der Nähe von Basel, und war als Kind schon sehr verrückt, also im positiven Sinne, dass ich halt viel Geistreisen gemacht habe und auf andere Planeten geflogen bin und in die Vergangenheit gereist bin und auch schon als Kind sehr stark mit der Natur verbunden war und immer geschaut habe, dass ich da die Feenstätten nicht zertrample, wenn ich durch den Wald ging, und habe da einfach ein sehr natürliches Leben gehabt, gut bürgerlich, und dann halt, wie das so ist, in der Schweiz Schule gemacht, und dann irgendwann wurden halt Mädchen und Mofas wichtiger, und dann habe ich aber schon sehr früh in meiner Jugend gemerkt, dass ich eigentlich nicht so in der Schweiz bleiben möchte. Also die Schweiz war mir zu eng, die Schweizer Mentalität, das war mir alles viel zu konditioniert, wie die Schweizer miteinander umgehen, viel zu wenig frei, und ich habe mich eigentlich immer als Weltenbürger gefühlt, und ich konnte auch so mit den normalen Themen, die andere Kinder oder Jugendliche interessiert haben, nicht so wirklich was anfangen. Ich war immer so ein bisschen halb in den anderen Welten. Das kommt mir doch irgendwie bekannt vor. Ja, schon. Und ich habe mich auch immer so ein bisschen als Außerirdischer gefühlt. Also ich habe auch schon als Fünfjähriger habe ich schon Space Commander gespielt, bevor Raumschiff Enterprise im Fernsehen kam. Und ja, dann gut. Ich habe dann auch so meine gutbürgerliche Zeit gehabt und auch Gott sei Dank eine Lehre dann gemacht, kaufmännisch in einem internationalen Betrieb. Weil ich wollte nicht nur mit Schweizer zu tun haben. Und das auch hier wieder, das Leben hat mir ein Freund von mir hat da schon die Lehre gemacht, und als ich das gehört hatte, habe ich mich da gleich beworben und habe auch von hunderten Bewerbern die Lehrstelle bekommen, trotz schlechten Noten, so bei im Englisch und Französisch. Und ich wollte es einfach. Ich bin da durch dieses alte Gebäude gelaufen, das ist ein Vierkanthof bei der Schifflände in Basel, und ich war gleich elektrifiziert. Und das ist es, das ist die Welt, in die ich will. Ja, und dann habe ich da halt so meine kaufmännische Karriere gestartet und war dann auch im Ausland, das wollte ich auch, und die hatten halt Tochterfirmen im Ausland, und ja, ich durfte dann auch ins Ausland und war dann ein Jahr auf Gran Canaria, und da hat mich die atlantische Energie völlig umgekrempelt und hat mich wieder auf den Weg, oder was heißt das, hat meinen Weg einfach wieder verändert, und ich wusste, nein, kaufmännische Karriere ist ja gar nicht meins, und bin dann auf Weltreise gegangen und habe dann zuerst mal kulturell sehr viel erlebt und mich auch sehr viel mit beschäftigt, einfach mit spirituellen Themen. Das kam dann wirklich wie eine Lawine in mein Leben. Und dann bin ich zurück in die Schweiz gekommen und habe gesagt, so, das ist jetzt die Welt, in der ich auch meine Berufung finde und arbeiten möchte. Und habe dann aber gemerkt, ja halt, aber ich habe ja gar keine Ausbildungen. Nur das Interesse und halt die vielen Bücher, die ich gelesen habe, das ist ja kein authentisches Wissen. Und dann habe ich halt viele Ausbildungen gemacht.
Hat auch Zeit dafür, weil ich aufgrund dessen immer nur so Zeitarbeit gemacht habe. Ich wollte ja nicht mehr zurück ins Büro. Und das war dann auch gut. Und als ich dann reif war und für mich die Entscheidung getroffen habe, so, jetzt will ich anfangen, mit Menschen zu arbeiten, ich fühle mich jetzt reif, habe ich meine Frau kennengelernt, Christine. So ein Zufall aber auch. Ja, ich muss ehrlich sagen, ich meine, Zeit ist ja auch eins meiner Steckenpferde. Ich beschäftige mich ja seit über 20 Jahren mit dem Maya-Kalender, mit diesen Zeitzyklen, mit den Übergeordneten. Und in meinem Leben war immer alles synchronisiert. Also das Leben hat mir immer zur richtigen Zeit so offeriert, schau, du kannst jetzt wählen, willst du das? Und ich musste halt immer nur den Mut haben zu springen, wenn das Leben gerufen hat, spring. Und dann bin ich halt gesprungen, egal ob ich, auch wenn ich nicht wusste habe, wo werde ich landen. Und bei der Christine war das genauso, meine Frau. Das war wirklich ein Wiedertreffen. Also wir haben uns gleich kennengelernt oder wiedererkennt und sind dann halt sehr schnell, ohne groß das zu bereden, bin ich dann nach Deutschland geflohen. Du bist also entweder ein Flüchtling oder ein Deserteur von der Schweiz. Ja, ich bin eher ein Kulturemigrant. Also ich habe es kulturell, weil ich war wirklich in den Startlöchern in der Schweiz. Ich habe innerlich auf so etwas gewartet. Wo kann ich hin? In die große Welt. Mhm. Und als dann das soweit war, bin ich gleich nach Deutschland, nach Bayern gekommen und habe mich auch sofort verwurzelt. Also ich weiß noch genau, wir sind am Anfang, hat sie mir die Gegend gezeigt und bei uns gibt es einfach ganz viel Wald, der bayerische Wald. Und du kannst einfach bis zum Horizont schauen und du hast nur Wald. Und das kenne ich halt nicht von dem Gebiet, wo ich herkomme, Baselland, Vorort von Basel. Da wurde alles nur noch zugebaut, die Wälder sind verschwunden und die Felder. Und da hatte ich einfach dieses Klein-Kanada-Gefühl und war sofort zu Hause. Und dann haben wir halt, also meine Frau hat schon einige Tiere gehabt, Hunde, Katzen und so. Und dann haben wir halt was gehört, weil wir gesagt haben, wir müssen raus aus dem Dorf, weil wir sind einfach Exoten. Und wir haben dann was gesucht und wir haben 4 Jahre lang gesucht. Und wie das so schön heißt, warum in die Ferne schweifen, das Gute liegt so nah. Wir sind also immer viel zu weit an die tschechische Grenze, weil wir dachten, so Alleinlage und das, was wir uns da so vorstellen, das gibt's nur da hinten. Mhm. Dabei war das nur 10 Kilometer entfernt von dem Ort, wo wir vorher schon gelebt hatten. Also ganz praktisch hast du auch Zugang zur Stadt, hast Zugang zur Einsamkeit, wie du gerade willst? Ja, also gut, Einsamkeit nicht, weil im Wald bist du nicht alleine. Da bist du nicht einsam, da ist so viel Leben. Also das ist unglaublich, wenn man da die Wahrnehmung hat. Also schon alleine die Natur und die Tiere, aber auch natürlich dann die feinstofflichen Welten, die da belebt sind und die verstehe, Elfen. Verstehe. War schlecht genau. Von mir gewählt. Nein, aber einfach, es ist so voll im Wald und eben, und auch die ehemaligen Besitzer haben auch 4 Jahre lang versucht, das zu verkaufen und konnten nicht und hatten dann immer wieder Interessenten, die das dann in Miete waren und wo wir es dann gefunden haben, war dann einfach alles richtig. Also wir konnten es auch bezahlen, weil es doch ein großes Grundstück ist. Also würdest du sagen, solche Chancen, die sind vorgeplant oder hast schon du das Gefühl gehabt, ja. Du gehörst dorthin und es absolut hat auf dich gewartet? War eine eindeutige seelische Absprache mit den Vorbesitzern. Es war sogar so, wo wir das erste Mal den Blaubewald besucht hatten, erwartungslos, weil wir so oft Erwartungen hatten, wenn wir was angeschaut hatten, dann enttäuscht waren. Ja, gehen wir halt mal hin. Und wir kommen da rein und ich sehe den Turm. Wir haben so ein Gebäude, was ausschaut wie so ein gotischer Turm. Und wir hatten so eine Liste, was halt das Grundstück, so eine Manifestationsliste halt. Und was es halt haben sollte. Und ich sah den Turm gleich, wusste, das ist es, weil ich wollte einen Turm. Ja. Und die haben auch nur gewartet auf Menschen wie uns, die genau im Sinne ihrer verstorbenen Eltern dann auch ihnen gesagt haben, was wir vorhaben, was unser Ziel ist, was unser Traum ist mit dem Blaubewald. Und ich weiß noch gut, ich bin dann durch diesen Turm gerannt und plötzlich steht der alte Urban hinter mir, der Verstorbene. Und sagt, ja, und wir müssen unbedingt, und das müssen wir schon einhalten, diese Versprechen. Und ich habe dann gesagt, ja, natürlich, wir meinen es ehrlich, das nimmst du doch wahr und also du kannst doch das sehen, dass wir das in eurem Sinne auch. Also es war wirklich so eine Vererbungsgeschichte auch. Und ja, das war dann wunderschön und auch die Kinder, die sind dann auch regelmäßig, also wir wurden auch gleich eingeladen in eine Gedenkfeier für die verstorbenen Eltern und die Kinder sind dann auch noch über Jahre regelmäßig immer wieder vorbeigekommen und einfach super glücklich gewesen, weil wir haben natürlich dann wirklich auch das gemacht und umgesetzt und renoviert und verschönert, weil es war alles verwildert, wir mussten alles renovieren, es sind mehrere Gebäude drauf gestanden und
die haben wir dann sukzessive immer mehr und wirklich viel gemacht. Und jedes Mal, wenn sie gekommen sind, waren sie wieder ganz happy, sind sie wieder gegangen. Das wirklich, ja. Zufrieden, wie du es machst. Ja, einfach glücklich, dass der Blaubeerwald ist ein Juwel. Das ist wirklich ein einzigartiger Ort. Und dieser Name, den haben wir nicht wir erfunden. So, das ist die offizielle Adresse. Also du kannst uns einen Brief schicken, Postleitzahl und Blaubeerwald, und er kommt an. Und das ist halt wirklich, und das triggert auch, wenn man das so hört, so Blaubeerwald, das löst was aus in einem. So Märchen. Das hat so was Märchenhaftes, ja, ja. Genau. Und, aber auch deine Geschichten, wir sind eigentlich schon ziemlich im mystischen Bereich. Du bist offenbar sehr medial und nimmst die verschiedenen Ebenen wahr. Ja. Und bist dem einfach gefolgt. Spannend ist ja, du bist in Basel. Basel ist ja so ein bisschen die Chemiestadt. Ja, aber ich bin ja Basel-Land. Also ich bin ja erst... Also das erste Mal erst mit 12 alleine in die Stadt Basel gegangen. Also vorher war ich immer auch nur in der Natur. Warst immer auf dem Land. Ja, also, ja. Ja, ja. Also ich bin da nicht, ich bin kein Städter. Ich bin in einer Siedlung am Waldrand aufgewachsen, wo ich eigentlich hauptsächlich in der Natur draußen war. Mhm. Kannst du Unterschiede feststellen zwischen Menschen, die gereist sind in ihrem Leben und welchen, die nicht gereist sind? Ja, natürlich. Was sind die Unterschiede so? Ja, der Horizont, das Bewusstsein halt. Ja, also Reisen kann ich nur empfehlen, jedem. Und ich finde das auch toll, dass viele Junge, das bevor sie in die Mühle reinkommen, der Gesellschaft, dass sie sich erlauben, noch zu reisen, weil es öffnet einfach, wenn du andere Kulturen erlebst. Und dich wirklich verbindest mit diesen Menschen und da eintauchst und du nimmst so viel mit. Du kriegst so viele Geschenke und neue Perspektiven. Und es relativiert natürlich auch viel von dieser Schweizer oder Deutschland-Welt, was ja doch eine Blase ist. Es ist eine Welt für sich. Und es gibt ganz viele Welten auf diesem Planeten, die sind völlig anders. Mhm. Und wenn du halt immer nur in dieser einen Blase bist, dann hast du keine Wahrnehmung und weißt eigentlich gar nicht, ja, dass wir im Penthouse wohnen von dieser Welt. Oder eben, dass wir Dinge ernst nehmen, die gar nicht wichtig sind und das Wichtige verlernt haben, weil wir das so vollpacken mit Konsum und Dingen und anstatt uns mit dem Leben zu verbinden. Und also mir hat das Reisen unglaublich viel gebracht. Und auch wenn ich eben Menschen treffe, die viel gereist sind, das ist eine ganz andere. Das sind halt Weltenbürger. Ja. 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 Apropos wichtig. Wir haben uns ja vorgenommen, auch ein bisschen über das monoatomische Gold zu reden, weil du bist ja da eigentlich, ich schätze, nebst dem Alchemisten, der es herstellt, die Koryphäe, du hast schon so viele Jahre damit gearbeitet und so viele Erfahrungen gemacht. Wie kam es überhaupt dazu, dass du dich mit monoatomischen Elementen auseinandergesetzt hast? Das kennt ja sonst eigentlich keiner. Ja, das war vor 20 Jahren, auch wie das Leben. Also ich muss hier wirklich sagen, die Menschen dürfen einfach vertrauen, dass das Leben ihnen immer wieder genau zur richtigen Zeit die Räume eröffnet, die sie beschreiten möchten, vom Seelischen her halt auch. Und da war das auch. Ich habe irgendeinen Newsletter aus Amerika bekommen, zufällig. Also, Und ich lese das so und irgendwo war da ein kleiner Bericht über das monatomische Gold, über Manna, und das hat bei mir sofort getriggert. Also ich merke halt, Gott sei Dank, auch sehr stark, wenn ich aus dem Seelischen raus in Resonanz gehe, und dann hält mir auch nichts ab. Also da kann passieren, was will. Da gehe ich meinen Weg, ob ich jetzt vor Angst schlottere oder... Ja, da bist du einfach sicher, das ist richtig, oder? Ich kann nicht anders. Ja. Also das ist einfach meine Natur. Und die wirkt dann so stark durch mich. Und ich musste unbedingt das haben. Und da war da Kontakt in Deutschland und dann habe ich mal das bestellt. Damals war es noch so ein weißes Pulver. White Powder Gold. Und ich habe das probiert und war begeistert und einfach gemerkt, okay, ich meine, ich war ja damals doch schon 10 Jahre unterwegs im spirituellen Sinne und habe dann das probiert und merkte, wow, was macht das mit mir? Und dann wollte ich aber gleich zur Quelle und habe dann versucht, einen Alchemisten in Amerika zu kriegen und das war dann gar nicht einfach, aber ich habe dann nicht locker gelassen, immer wieder habe ich versucht, über verschiedene Wege, bis ich dann wirklich den mal am Telefon hatte. Und dann hat sich herausgestellt, das ist ein Österreicher, der nach Amerika ausgewandert ist. Und ja, und wie kam man dann... haben sofort einen Draht zueinander gehabt und dann habe ich halt bei ihm bestellt, für mich zuerst auch und Christine natürlich und dann kam sehr schnell auf, hey, das müssen mehrere, das müssen auch viele Menschen, also wir hatten da ja doch schon ein Netzwerk an Menschen, an spirituell Wachsenden oder, hey, das braucht eigentlich jeder.
Und dann habe ich das angefangen zu importieren, aber habe das alles eigentlich so unterschwellig gemacht. Das war auch nicht angemeldet, das war so klein, also einfach. Ja, und dann kam der 11. September und die ganze Antragsgeschichte und so. Und plötzlich, wir warten auf eine größere Lieferung. Weißes Pulver, schwierig, hä? Genau. Ja, und dann kam das nicht und kam das nicht. Und dann frage ich irgendwann mal den Postboten, du, wir warten auf eine Sendung. Und dann sagt er mir und im Vertrauen, ja, das wurde beschlagnahmt. Und ich so, wie bitte? Ja, das hat die Staatsanwaltschaft, der Zoll hat das beschlagnahmt. Und es ist ja, und dann ging es nicht lange, dann hatten wir Besuch im Laubewald. Um 7 in der Früh, 3 Gestalten, ein Staatsanwalt im schwarzen Ledermantel mit schönem Adolfscheitel. Mhm. Ich habe wirklich gedacht, hey, oh oh, mhm. Sie sind zurück. Falsche Zeit, oder, richtiger ja, Ort. Ja, einfach. Und dann Hausdurchsuchung, also Bürodurchsuchung, ja, und Zeug und Sachen. Ja, und dann ist das leider erstens mal aufgrund dieser ganzen Antragsgeschichte sowieso nicht mehr gegangen. Deutschland hat das alles blockiert und dann eben rechtlich in Deutschland, ja, was tue ich da und überhaupt und hin und her. Und ist dann zwar wieder eingestellt worden gegen eine Spende. Eine Spende an eine den Spende Staat? Eine Spende an den Staat. Und wie viel wollten Sie denn? Ja, damals, das waren dann so ein paar Tagessätze, die Sie dann so wollten. Ich möchte jetzt keine Zahlen nennen, ja, aber der Staatsanwalt hat bei der Gerichtsverhandlung, die ja eh schon abgesprochen war, also ich habe einen guten Freund, das ist mein Rechtsanwalt, ganz ein verrückter Kerl, und das war schon im Vorfeld abgesprochen mit dem Staatsanwalt, was eigentlich rauskommt. Und dann sagt aber der Staatsanwalt so nebenbei, ja, Herr Strübin, Sie haben ja Glück gehabt, dass wir nur ein Säckchen davon untersucht haben. Wir hätten ja alle untersuchen lassen können. Mal 500 D-Mark damals. Und das musstest du dann bezahlen? Ja, natürlich. Wenn Sie das untersuchen ja, wollen? Natürlich. Ah, ja, interessant. Naja, gut, das ist auch, ja. Aber auf jeden Fall, das ging dann gut. Und dann haben wir halt Pause gehabt. Und etliche Jahre später habe ich den Impuls, ich, auch hier wieder Inspiration, hey, ich sollte den Alchemisten wieder mal kontaktieren, und dann hat sich herausgestellt, ah, der ist gar nicht mehr in Amerika, der ist zurück nach Europa gekommen und wohnt jetzt da in einem Schloss und hat auch an dem Manner weitergearbeitet, an dem weißen Pulver, hat es noch optimiert, hat es noch verbessert und hat mir dann eine Probe geschickt und Hammer. Und es war auch schon legal als Nahrungsergänzungsmittel und dann haben wir gesagt, gut. Zugreifen. Ja, nicht nur zugreifen, sondern verbreiten, 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 weil wir einfach die Erfahrung machen, es öffnet derartig das Bewusstsein der Menschen. Es öffnet so speziell die inneren Türen, die Potenziale der Menschen, die sie in sich tragen. Es ist ja nichts Aufgezwungenes, es ist ja auch nichts Informiertes, sondern es ist die Natur selbst in einem ganz speziellen Aggregatzustand. Was ist denn der Unterschied genau zwischen monoatomischem Gold und sagen wir, was gibt es noch? Kolloidales Gold oder physisches Gold, ja, so? Ja, also man muss halt unterscheiden. Also so, es gibt verschiedene Aggregatzustände. Und wenn es halt wirklich Materie ist, wie wir das kennen, ne, ob man jetzt das als Illusion anschauen oder nicht, sei jetzt mal einfach dahingestellt. Das ist feste Materie. Und dementsprechend als Metall, jedes Element hat seine Kräfte, seine Informationsfelder schon in sich. Also man kann so, sogar sagen, jedes Atom ist ein Lebewesen. Trägt einen Geist in sich. Und dieser Geist hat bestimmte Informationen und bestimmte Kräfte. Und wenn es halt als reine Materie, als Metall vorkommt, dann arbeitet es oder dann ist es auch seine Aufgabe, hauptsächlich auf der materiellen oder auf der physiologischen Ebene zu wirken, wie zum Beispiel das Spurenelement. Mhm. In kolloidaler Form optimal, weil dann sind die Moleküle so klein, aber immer noch Metalle. Also sie sind immer noch in ihrer metallischen Form, so dass unser Körper das optimal verstoffwechseln kann. Und wir wissen alle, wir brauchen Spurenelemente, wir brauchen bestimmte Metalle. Und wenn wir das halt substituieren, dann ist es gut für unseren Stoffwechsel und wirkt auch ins Energetische rein. Mhm. Also hat auch eine Wirkung auf die Drüsen, auch auf die Meridianen, auf die Chakren. Aber halt Priorität ist im Körper, in der enzymatischen Verstoffwechslung und so weiter. Ja. Und wenn man es schafft, entweder auf alchemische Weise oder auch technologisch, diese Atome zu isolieren, immer mehr zu trennen, bis sie dann wirklich nur noch ein Atom sind. Das ist nicht einfach, weil Atome sind sehr gesellige Wesen, wie wir Menschen auch. Wir wollen uns verbinden. Und auch Atome, die wollen sich verbinden, die wollen nicht wirklich alleine sein. Also wie kleine Magnete quasi, oder wie? Nein, es sind vielmehr wie kleine Lichtwirbel. Und diese Lichtwirbel fallen halt, wenn sie dann metallisch werden, in diese
Dichte, in diese niedrige Frequenz. Das Licht wirbelt dann so langsam, dass es sich als elektromagnetische Materie manifestieren kann. Aber im einatomaren Zustand verlieren sie 4/9 von ihrem Gewicht. Sie gehen sozusagen, levitieren wieder zurück an die Laserschwelle, an die Grenze zwischen Welle und Teilchen. Das kennt man ja auch aus der Quantenphysik. Mal ist es Welle, mal ist es Teilchen. Genauso wie mit Menschen. Wir sind ja eigentlich auch beides. Das ist eigentlich die Grenze der Existenz schon dort, oder? Der physikalischen Existenz, genau. Das ist so diese Grenze. Und da befinden sich eben diese Atome im einatomaren Zustand. Und das ist eben ganz spannend, weil sie verändern ihr Wesen völlig. Also sie haben zum Beispiel keine Elektronenschalen mehr mit Plus- und Minusladung, sondern die verschmelzen mit ihren Antimaterie-Elektronen, also mit den Positronen, und dann beginnen dann Lichtbänder um und durch die Atome zu wirbeln. Also es ist nicht mehr elektromagnetisch, es geht zurück auf die Lichtstufe, auf die Photonenstufe. Und sie verändern auch ihre Form, und in diesem Zustand können sie einfach diese Informationsfelder, die sie in sich tragen, und diese Kräfte allumfassender auch eben in die Lichtzonen unseres Wesens eintragen. Das heißt, sie sind zwar noch physisch verankert, sind aber zur Hälfte Licht. Und das ist ein ganz spezieller Zustand, weil es hat viel mit uns Menschen zu tun. Wir sind ja auch verdichtetes Licht. Wir sind stehende Lichtwellen. Und es ist ja auch gerade in der heutigen Zeit, wenn man von Bewusstseinserweiterung oder von Erleuchtung spricht oder von Aufstieg oder Auferstehung, das hat ja alles etwas mit dem Frequenzwandel zu tun. Wir sind als kollektive Spezies, sind wir an den dichtesten Punkt der Materie angelangt. Da kommt das Thema 2012, Kali-Yuga und Satya, das goldene Zeitalter, das ist dieser Äonenwechsel, wo wir jetzt gerade drin sind. Ziemlich mittendrin, ja. Ja, das sind riesige Zeitzyklen zum Teil, also Jahrhunderte, aber wir sind jetzt wirklich so im Mittelpunkt, im Nadelöhr der Zeit. Und jetzt geht es ja darum, dass wir uns wieder erheben. Also wir sind meisterlich abgestiegen. Wir haben das perfektioniert. Wir sind wirklich in das absolute Vergessen, in die dichtesten Welten. Wir sind in die Höllenräume abgestiegen. Wir haben diesen Planeten zur Hölle gemacht. In vielerlei Hinsicht. Und jetzt gilt es ja auch rein von diesem Entwicklungszyklus her, uns jetzt wieder zu erheben. Wieder aufzusteigen, unser Bewusstsein zu erweitern, aber auch unseren physischen Körper wieder. Also eigentlich das zu machen, was beim Prozess in der Herstellung zum monoatomischen Gold quasi gemacht wird. Genau, bingo, genau. Das ist eben, wobei eben die Atome natürlich auch ihre Widerstände haben, darum ist es eben nicht einfach, die herzustellen, so wie kolloidales Silber kann man mit einem eigenen Elektrolyser herstellen für den frischen Gebrauch, aber das geht halt bei den monoatomischen Elementen nicht. Und dann ist es eben ein mehrmonatiger Prozess jetzt im alchemischen Prozess. Wir haben auch einen Hersteller, der es technologisch herstellen kann, mit einer ganz einzigartigen Apparatur. Also es geht auch nicht so einfach chemisch oder elektromagnetisch, sondern da muss man schon auch tiefer in die Materie reinwirken können. Und das ist dann spannend. Und genau dieser Prozess findet in uns Menschen oder wird jetzt getriggert seit Anfang der 90er Jahre und jetzt noch mehr, seit wir eben 2013, also diese Schwelle überschritten haben. Und die Monatome können uns eben helfen, wenn wir sie einnehmen, dann werden die eben nicht enzymatisch verstoffwechselt und wieder ausgeschieden wie ein Spurenelement, sondern unser Körper hat auch einen Sinn dafür, erkennt sie und baut sie zellulär ein. Und da docken sie dann an die DNS an. Man weiß zwar noch nicht genau, wie geht dieser Vorgang, das ist nicht beobachtbar, aber man weiß es auch aus der alten alchemischen Literatur, was da eigentlich passiert. Die Alchemie ist ja Jahrtausende alt, also man... Ich wollte gerade mal fragen, wo kam es eigentlich ursprünglich her? Ja, also wenn man so sieht, im Mittelalter waren es dann hauptsächlich die Katharer und die Templer, die dieses Wissen von Jerusalem gebracht haben, weil die Hebräer haben dieses Wissen aus Ägypten mitgebracht und die Ägypter haben es aus Atlantis mitgebracht. Also das ist so der Weg der Alchemie. Alchem ist ja auch die Bezeichnung das Schwarze Land und bezieht sich auf Ägypten, am Nil. Und da ja Atlantis offiziell nur eine Mythologie ist, bezieht man halt auf Ägypten. Und so ist es halt über die Jahrtausende und Jahrhunderte, und im Mittelalter war ja diese Hochblüte auch, diese alchemische Hochblüte, und dann ist es wieder verschwunden, und erst in den 90er Jahren hat dann ein Amerikaner, der David Hudson, das wieder aufgebracht. Das ist ein Farmer gewesen, der plötzlich eben eine komische Substanz auf seinen Feldern und Minen gefunden hat und das untersuchen lassen hat und ganz merkwürdige Laborergebnisse gekriegt hat, und dann hat sich da... Du hast ja vorhin kurz erwähnt, es fängt an zu levitieren. Jetzt habe ich mal gelesen,
Sie vermuten, dass die Bundeslade voll mit monatomischem Gold war. Ein paar, ich weiß nicht, Tonnen oder 100 Kilos oder ich weiß nicht, aber dass sie deswegen so leicht zu tragen war, ja. Weil es schwebt. Ja, es schwebt nicht ganz. Es verliert Gewicht. Das ist nochmal ein Unterschied. Also es verliert 4/9 von seinem Gewicht. Mhm. Das heißt, 5/9 ist noch da. Aber es hat schon natürlich eine levitierende Wirkung, dass das Gewicht weggeht. Aber es schwebt nicht auf dem Erdmagnetfeld. Okay. Aber das ist richtig, weil die Hebräer waren ja Metallurgen und hatten auch das alchemische Wissen und haben dann das Manna, das Brot Gottes, hergestellt, was ja auf Babylon und auf Sumer zurückreicht. Also da gibt's sogar die ganzen Überlieferungen, dass sogar die Anunnaki damals diese Substanz zu sich genommen haben für ihre Langlebigkeit. Es wird ja heute noch behauptet, dass sie hin und wieder kommen, um wieder welches zu holen. Ja, also ich glaube, die Anunnakis können sie das selber herstellen und der Großteil von dem Gold, was sie abbauen und so weiter, hat schon auch angeblich mit ihrer Atmosphäre zu tun von Nibiru aber es wird eine verwickelte Geschichte, also da möchte ich gar nicht zu sehr drauf eingehen. Bleiben wir bei den Elementen. Genau, ja, und vor allem beim Mensch, eben dieser Levitationseffekt und die Monos werden dann eben an die DNS auch angekoppelt und kann die DNS, das wurde tatsächlich in Labors untersucht, bis zu 10.000 Mal leitfähiger machen. Und unser DNS ist ein Supraleiter. Das heißt, bei Körpertemperatur kann es verlustfrei Informationen aufnehmen, speichern und wieder abgeben. Und die Monos sind in diesem Zustand eben auch Supraleiter. Das heißt, es finden sich sozusagen Elemente in der gleichen Resonanz zusammen und dann können diese Monoelemente, je nachdem welches Metall, spezifische Codes in unserer DNS triggern, weil unser DNS ist ja nicht nur ein chemikalischer Proteinmix, der da halt zufällig irgendwie geordnet ist, sondern das ist eine Hyperkommunikationsantenne. Das heißt, unsere DNS ist ständig online mit dem Hyperraum, also mit dem Quantenfeld oder mit dem unendlichen Potenzial der Schöpfung. Und wir holen uns dann halt da bestimmte Felder, Informationen, Kräfte, wir sind ja ständig online und das läuft eben auch nicht nur über die Chakren energetisch, sondern insbesondere über die Biohardware in unserer DNS. Mhm. Und durch die Monoelemente werden da eben auch, ich meine, 97% unserer DNS ist unstrukturiert. Nur 3% ist wirklich strukturiert, die dann eben für die Proteinsynthese zuständig ist, dass unser Körper gebaut wird. Aber 97% geht es nur ums Bewusstsein und Steuerungseffekte und übergeordnete Aufgaben. Und da können eben die Mono ganz viel freischalten. Und das Spannende ist eben, dass sie uns abholen, wo wir stehen. Das heißt, sie katapultieren uns nicht einfach in die Erleuchtung. Also es ist keine Erleuchtungspille, sondern es kann die Programme in uns, die einfach noch nicht aktiviert sind, die Treiber in uns, die noch nicht wirklich installiert sind, kann es freisetzen. Das heißt, wir werden da dort abgeholt, wo wir sind. Und die Türen, die jetzt reif sind, dass die sich öffnen und die inneren, die werden halt eröffnet und es unterstützt uns, dass wir uns leichter damit tun, eben neue Räume der Bewusstseinserweiterung. Das heißt, eigentlich hat es zwei Funktionen. Einerseits verbessert es die Kommunikation intern im Körper. Wenn es ein Superleiter ist, können wir besser denken. Die Zellkommunikation funktioniert vielleicht besser. Und auf der anderen Ebene Kommunikation zum geistigen Feld. Ja. Jetzt bei mir, ich habe das natürlich auch ausprobieren wollen und schon einige Zeit genommen. Jetzt gerade habe ich eine Pause, aber eins weiß ich. Wenn ich es nehme, träume ich in der Nacht so 3 bis 4 Träume. Mhm. Und vorher konnte ich mich schwer an Träume erinnern oder wenn es eindrücklich war. Aber das Träumen geht viel leichter. Mhm. Und was hast du für Erfahrungen jetzt von Menschen, die das einnehmen? Du kennst ja sicher viele, die das probiert haben. Ja, ja, also wir haben natürlich jetzt mittlerweile, also es ist auch ein Run drauf. Also es ist wirklich, die Menschen suchen danach und werden zu uns geführt. Es ist absolut die Zeit. Ja. Und viele, also gerade das Gold triggert natürlich am meisten, weil die Menschen diese Sehnsucht nach ihrem Seelenbewusstsein haben. Also, und auch diese Aufwachdynamik ganz extrem ist. Und ich meine, kosmische Einstrahlung und was also momentan alles in uns bewegt wird, bringt eben viele Menschen dazu, den Weg zu ihrer Seele, den Kontakt zur Seele zu suchen. Da triggert natürlich das monatomische Gold. Und also man wird sicher viel bewusster, oder? Man wird viel bewusster. Also es hat allumfassende Effekte. Wobei man halt nie wirklich sagen kann, dieser Effekt wird bei dir passieren. Sondern eben du wirst halt in deiner Individualität abgeholt, wo du bist. Und darum ist es immer ganz einzigartig, was kann's passiert. Kann es auch unangenehm sein, wenn man was zu verarbeiten hat? Ja, also das natürlich, man muss mal vorstellen, alles, was negativ ist, was belastet ist, was schmerzhaft ist, was angstbesetzt ist oder sonst was, ist schwer.
eng, hat eine ganz dichte Energie. Jetzt kommt dieses kleine Lebewesen in dich rein und macht und strahlt und gibt Licht ab und empfängt ständig und triggert deine Seelenbewusstheit. Immer mehr, ja natürlich, je mehr das du nimmst. Und ich meine, die größte Wirkung erleben meistens die Menschen, gerade am Anfang, wenn sie diese starke Diskrepanz spüren zwischen dem vorhergehenden Zustand und dieser Energie, die jetzt reinkommt und die sie jetzt wirklich levitieren lässt, also hochzieht im jeglichen Sinne, also emotional, mental, körperlich, energetisch, also die Gesamtschwingung spirituell, erhöht quasi. Alles erhöht und erweitert und öffnet. Und das ist natürlich dann, sie schlafen viel besser. Also wir haben viele, die nehmen es tatsächlich wegen Schlafstörungen, wegen Schlafproblemen. Mhm. Und die schlafen viel besser. Und aber wenige, ich sage so vielleicht so 10%, die schlafen dann schlechter, weil sie dann so viel Energie haben, dass sie sagen, ey, ich stehe im Bett und habe so viel, was dann passiert in mir, dass ich gar nicht schlafen kann. Die nehmen es dann lieber in der Früh. Aber die es in der Früh nehmen, gibt es wieder solche, die sagen, ja, wenn ich es in der Früh nehme, dann float ich durch den Alltag, bin ständig in einem meditativen Alpha-Zustand und kann dann meine Arbeitsleistung nicht so bringen, wie ich dann müsste in der Konzentration. Aber das ist ja das Gold. Und das Gold ist halt das zentrale Element, weil es wirklich in Verbindung steht zur Sonne, zu unserer Seelenbewusstheit. Und also wir haben die abstrusesten oder unglaublichsten Feedbacks von Kunden, was die zum Teil erleben. Also eine Frau zum Beispiel ist bei der ersten Flasche hellsichtig geworden. Wobei die natürlich schon 30 Jahre auf dem Weg ist. Also man muss immer das so erkennen. Ich vollziehe die eigentliche Handlung oder die Arbeit, wenn man so nehmen will. Und die Mono-Elemente geben mir da einfach eine Unterstützung, die einzigartig ist und die ist auch nicht manipulativ, wie es manchmal vielleicht bei informierten Produkten ist, Essenzen, wo man ja nicht weiß, wie wurde jetzt das informiert oder wer hat das informiert und was ist da wirklich drin. Und bei den Mono-Elementen ist es die Natur selbst. Einfach die Kraft, die in den Atomen, in bestimmten Metallen drinsteckt. Kann man sagen, dass monoatomische Elemente grundsätzlich die Essenz der Essenz dessen sind, was sie ursprünglich waren? Was die unverfälscht. Ja, was die Elemente in ihrer... Sie sind jetzt Lebewesen von zwei Welten. Wir kennen ja diesen Spruch, wir sind in dieser Welt, aber nicht von dieser Welt. Und genau das findet eben, das ist eben genau bei den Mono-Elementen. Sie tragen all die Essenzen, die sie aus dem Geistigen geformt hat, in sich, also Kräfte und Informationen. Und das können sie aber eben aufgrund ihrer Verankerung, dass sie trotzdem auch Teilchen sind, Teilchen und Welle zugleich, das ist ja faszinierend, können sie es eben auch in die Materie in dieser Welt reinbringen, also auch in unseren Körper und von unserem Körper aus. Aber wirken tun sie primär in unserem Bewusstsein. Und wirken vom Bewusstsein aus, wenn natürlich da sich Dinge klären, dann ist durch den psychosomatischen Effekt auch im Körper alles viel besser. Aber es ist schon ein Prozess und wie du gesagt hast, es können auch Prozesse entstehen. Also es gibt schon Menschen, die sagen, wow, ich bin jetzt durch die Hölle, weil, also durch ihre eigene natürlich, weil das Gold sie durch diese Hölle führen musste, damit sie frei werden von diesem. Ja, so wie du gesagt hast, ist es ja eigentlich Licht und es bringt halt auch Licht ins Dunkel. Genau, richtig. Und wir haben Kunden, also es gibt so eine Empfehlung, 7 Tropfen pro Tag unter die Zunge, ein bisschen einspeicheln, damit es auch über die Schleimhäute sofort aufgenommen wird. Und wir haben Kunden, die nehmen 1 Tropfen. Die sagen, hey, 1 Tropfen, das reicht mir völlig. Und natürlich haben wir jetzt mittlerweile auch Stammkunden, die sagen, hey, ich nehme das Doppelte oder das Dreifache. Ich kann es mir auch leisten. Und ja, es ist nicht gerade billig, oder? Ja, das ist alles eine Frage natürlich. Klar, es gibt im Internet viele Billigprodukte, angebliche monatomisches Gold, die angeblich alchemisch hergestellt sind. Wir haben in den 20 Jahren alles bestellt, was es auf dem Markt gibt und immer verglichen mit dem Manna, also einfach mit dem alchemischen Produkt, weil das ist einfach das Stärkste, was wir bis jetzt gefunden haben. Und wir können es halt auch wirklich testen, also wir haben verschiedene Möglichkeiten, wirklich zu überprüfen, ist es echtes monatomisches Gold, was da drin ist und in welcher Intensität und wie fließt die Energie. Energie und alles. Und wie wirkt's? Ich muss ja jetzt nicht sagen, dass wir es bei dir beziehen, für unsere Kunden. Ja, ist klar, weil ich meine, du willst ja auch Qualität nur bieten. Nur das Beste vom Besten. Und das, was wir halt immer wieder vorfinden, sind Ormus-Produkte, die eben als angeblich alchemisches monatomisches Gold und Ormus, das sind einfach Substrate aus Natursubstanzen. Die hat man auf chemische oder physikalische Weise, nimmt man jetzt zum Beispiel totes Meersalz, lässt das durch einen Prozess laufen, hast dann am Schluss eine milchige Flüssigkeit, von der eben angenommen wird, da sind Monoelemente drin. Weil in bestimmten Natur,
wie eben totes Meersalz, Vulkan, Asche, Goldminen, Erde aus Goldminen oder so, weiß man, dass da auch Mondelemente drin sind. Aber das wird vermutlich viel schneller gehen, der Prozess, das herzustellen, als echtes, alchemistisch hergestelltes, monatomisches Gold. Ja, das Problem ist, du weißt auch hier nicht, wer hat es hergestellt, wie es hergestellt ist. Die Menschen können nicht überprüfen, ist es echt oder nicht, sondern sie müssen dem glauben, was sie halt lesen. Und dann eben, weil der Preisfaktor angesprochen worden ist, da gibt's halt 100 Milliliter für 30 Euro zum Teil und dann trinken sie das und es mag sein, dass sie einen leichten Effekt haben, aber es rufen auch viele bei uns an, die haben dann Beschwerden danach, weil es einfach nicht sauber ist und weil man nicht wirklich weiß, was drin ist. Mhm. Also man schluckt auf gut Vertrauen und es ist mittlerweile wirklich, wie du schon gesagt hast, es ist viel Nachfrage, das heißt, die Menschen durchs Internet recherchieren natürlich und suchen nach dem günstigen Produkt. Ja, und dann haben sie dann zum Teil Probleme oder keinen Effekt und dann sagen sie, ja, das ist eh alles Blödsinn. Aber letztlich kriegt auch so halt jeder das, wo er steht. Logisch, Resonanz, klar. Ja. Aufgrund der Resonanz ziehst du das an. Aber ich finde es halt insofern schade, dass die Anbieter nicht wenigstens ehrlich sind und sagen, hey, das ist Ormus. Das haben wir aus Vulkanerde oder aus totem Meersalz, das ist eigentlich das gebräuchlichste, totes Meersalz, hergestellt. Weißt du, dass man einfach authentisch ist und offen und auch die Karten offen auf den Tisch legt und nicht einfach im Geschäft damit machen will. Angenommen, denen würden wir jetzt mal so richtig geiles monatomisches Gold geben, könnte es sein, dass die dann plötzlich integrer werden, ehrlicher, aufrichtiger? Grundsätzlich schon, aber es ist ja trotzdem noch die Entscheidung des Menschen. Also auch hier, das Gold öffnet Türen, aber es sagt nicht, also es trägt die nicht durch die Türe. Du musst dann selber durch die Türe gehen. Du tust sie natürlich leichter, auch wenn du in den Keller musst. Ist klar, keiner will gerne in den Keller. Ja, aber ist gut, wenn du eine gute Taschenlampe dabei hast. Gute Taschenlampe, gute Schuhe und einfach beschwingter bist und sagst, okay, ich spüre das Licht in mir, also ich und gehe da durch, ohne dass ich Angst haben muss, dass mich die Dunkelheit frisst. Genau. Manna ist ja auch immer ein Begriff für göttliche Nahrung und Genau. Das ist immer ein Begriff gewesen für Licht. Ja. Könnte man eigentlich sagen, dass das monatomisches Gold eine Art so Lichtwesen ist? Ja, natürlich. Ja, genau. Aber genauso wie wir Menschen auch, wir sind auch Lichtwesen. Natürlich, ja. Und eben, es ist ein Massenphänomen, was jetzt passiert, und das wird noch mehr ansteigen, dass die Menschen jetzt wirklich wieder lichter werden tatsächlich. Und so diese all das ablegen, was eben Schatten erzeugt und eben das Licht blockiert. Und worauf führst du das zurück, dass die Nachfrage ausgerechnet jetzt, also ich sag mal nach 2012, so angefangen hat, so richtig groß zu werden? Ja, eben aufgrund des neuen Zyklus, der jetzt begonnen hat, 2012. Also ich habe ja schon erwähnt, ich habe ja intensiv mit dem Maya-Kalender studiert und arbeite damit und habe auch die größten Zeitzyklen und auch das Thema eben Wintersonnenwende 2012. Und für mich ist klar, was da passiert, in welchem Strom wir schwimmen, was jetzt der Evolutionsplan für unseren Planeten vorgesehen hat und für unsere Spezies. Wie wir denn das Leben werden, das ist natürlich dann auch schon noch freie Wahl. Also wir können schon noch tiefer in den Schlamm rein, obwohl wir schon ganz unten angekommen sind und können uns schon nochmal das Leben noch schwerer machen und vielleicht durch heftige Kataklysmen durch und Finanzkrisen, Dritter Weltkrieg oder eine völlige Digitalisierung und Virtualisierung unserer Realität. Aber du sagst können, das heißt können. Müssen nicht. Nein, ich bin ein Freund davon, natürlich auch die Zeitwege zu betrachten. Also nachzuschauen, okay, wo führt das hin? Also sowohl im persönlichen Sinne, aber auch so kollektiv. Ich bin auch sehr stark mit den kollektiven Themen beschäftigt. Schon immer. Und sehe einfach dann die wahrscheinlichen Wege. Ich rede jetzt mal nicht nur von, weil möglich ist alles. Also da kann man wirklich sagen, möglich ist alles. Aber es gibt wahrscheinliche Wege, die eben wahrscheinlicher sind aufgrund der jetzigen Standes, aufgrund unseres Weges bis hierhin. Was für Faktoren? Und wir haben trotzdem auch hier viel Auswahl. Wo geht's hin in der Zukunft? Und wie gehen wir an das Ziel hin? Weil für mich ist das Ziel ein Stück weit determiniert. Also das goldene Zeitalter zu verwirklichen, eine menschliche Zivilisation aufzubauen, die eben halt auf Liebe, auf Wahrheit, auf Mitgefühl, auf Weisheit, eben mehr von dem Göttlichen gründet. Also das ist für mich ein Ziel, da geht der Weg hin. Das können wir nicht verhindern, da kann keiner dran, ob das jetzt Illuminati, Satanisten oder sonst wer ist. Aber wie wir dahin gehen
Und da hat halt jeder Einzelne für sich sein eigenes Universum, wo er eben der Space Commander, der Raum Space Commander ist und halt entscheidet, wie gehe ich dahin. Aber auch kollektiv haben wir natürlich. Aber es könnte ein guter Hinweis sein. Du hast gesagt, goldenes Zeitalter, so wird es ja auch beschrieben. Ja. Monatomisches Gold. Natürlich. Führt natürlich nicht in ein blechernes Zeitalter. Natürlich, oder? Das ist aber wirklich so. Also es ist, jeder wird vergoldet, also oder holt sein eigenes Gold. Wenn man das Gold jetzt als Symbol sieht für die Seele oder für die Sonne, für das Licht, für das Göttliche. Für den Geist. Ja. Dann ist das wirklich das Metall, was das trägt. Also Gold entsteht ja auch in der Erde als Vereinigung der Energie der Sonne mit der elektrischen Energie der Sonne mit der magnetischen Energie von Mutter Erde. Also Vater Sonne und Mutter Erde vermählen sich und erschaffen das Goldmetall. Das Kind. Das Kind, ja. Genau. Jesus wurde ja zum Beispiel auch als die Sonne bezeichnet. Ja. Mhm. Ist ja auch symbolisch quasi direkt das, genau, Kind von Vater und Mutter, genau, ursprünglich. Mhm. Genau. Und eben, ich meine, das Gold ist irgendwie für uns so das Zentrale, der Allrounder. Und dann gibt es eben, da haben wir noch 19 andere Metalle. Und die haben halt mehr spezifische Wirkweisen. Aber auch faszinierend. Also die sind trotzdem, ich mache ja viele Testungen. Also viele Interessenten und Kunden rufen an und dann überprüfe ich einfach die Resonanzen. Das spüre ich sehr gut. Mhm. Okay, weil es schon auch hilfreich ist, jetzt dieses Element einzunehmen, was jetzt stimmt, für die Thematik, die jetzt da ist. Und nicht schon, wenn ich mir die 20 durchlese, kann ich eigentlich alle zu mir nehmen und ich will jetzt was ganz Verrücktes oder etwas, was eigentlich erst in zwei Schritten kommt. Also nicht das wählen, was vom Verstand her... Was Ego halt möchte. Genau. Das Ego überholt sich ja gerne selber, ne, und ist dann wieder überfordert und fällt dann wieder in ein Loch. Und ich gehe halt immer... Okay, was ist jetzt wirklich in Resonanz? Überprüft die Resonanzen und dann sage ich halt, um was es da geht. Und Volltreffer, 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 genau, da stecken die jetzt drin. Und dann nehmen sie dieses Metall oder manchmal sind es auch mehrere. Man kann sie ja hervorragend kombinieren. Und dann sind die super happy, gehen ein, zwei, drei Monate mit dieser Mischung und dann ist das Thema weg, dann ist die Resonanz weg und dann kommt unter Umständen dann eigentlich das Thema hoch, was sie vielleicht schon gerne gehabt hätten vorher. Aber sie mussten halt noch etwas anderes zuerst bewirken oder verändern. Ja, es ist halt alles ein Prozess. Genau, eben. Und da ist es einfach wichtig, das aus dem Hier und Jetzt natürlich. Was ist denn das Verrückteste oder Beeindruckendste, was du mit dem monoatomischen Gold bisher erlebt hast? Also für mich persönlich oder jetzt grundsätzlich auch mit... Also beides? Also bei mir, ich kenne es ja seit 20 Jahren schon habe sie am Anfang nur sporadisch genommen, auch das schwächere Produkt, eben das White Powder Gold damals noch. Ich habe einfach gemerkt, dass ich wesentlich stabiler werde, dass ich viel gelassener werde, aber auch tiefer werde. Also ich bin schon auch an Räume plötzlich rangekommen, die vorher noch verschlossen waren, einfach weil es noch zu gefährlich, so in diese Tiefe zu gehen. Obwohl ich immer dieses Wachstum hatte. Tief, hoch, also wie der Weltenbaum halt, in beide Richtungen ist mir wachsen. Aber insbesondere mein Bewusstsein, meine Wahrnehmung hat sich sehr extrem verändert, was ich in was für Welten, also mein Channeling, das hat sich schon vorher eingestellt gehabt. Das war schon Anfang der 90er Jahre, wo das plötzlich passiert ist. War auch mein Wunsch und plötzlich waren die da und dann plötzlich hatte ich den Kontakt. Aber ich habe auch gemerkt gehabt, das sind Oktaven, die sich da verändert haben und auch ich, wie ich mich verändert habe, auch in meinen ganzen Mustern und Strukturen und wie mit was für einer Leichtigkeit ich plötzlich Prozesse durchleben konnte. Nicht mehr im Leiden, sondern einfach wirklich im Bewusstsein. Und okay, das sind jetzt Prozesse. Ah, ich gehe jetzt gerade durch einen Höllenraum von mir, gut, aber ich gehe einfach und bin da und nehme wahr und lass es passieren, geschehen und bin dann... Du bist trotzdem in deiner Mitte? Ja, oder schneller wieder in meiner Mitte, sagen wir mal so. Es ist ja auch immer, natürlich gibt es auch Dinge, die triggern, die mich mal aus der Mitte bringen, aber es ist einfach, halt, stopp, okay. Aber bei Kunden natürlich ist es phänomenal. Also wie die Frau, die hellsichtig worden ist, Menschen, die schlagartig ihr ganzes Leben verändert haben. Also wirklich von aufgehört mit Drogen, aufgehört mit Fleischessen, plötzlich Interesse dafür, eben ganzheitliche Themen, haben zum Teil sogar ihren Job geschmissen, aber es ging alles gut, haben dann wirklich einen Lebenswechsel gehabt und also es sind so viele verrückte Dinge. Also
Gut, da können wir insgesamt schon mal so viel feststellen. Wer sein Leben nicht verändern will, sollte die Finger davon lassen. Genau, sollte die Finger davon lassen. Oder eben, also, was zum Beispiel, wir haben auch viele Eltern, die mit ADHS-Kindern zu tun haben oder mit Kindern einfach, die, ich meine, das ist so ein Etikett, das mag ich nicht, sondern wir haben jede Generation von Kindern sind in ihrem Bewusstsein weiter wie wir. Das sind eigentlich unsere Lehrmeister. Mhm. Und jetzt gerade, es hat dann so angefangen im letzten Cartoon, Anfang der 90er Jahre, dass die Kinder halt plötzlich auffälliger wurden. Mit unserer Lebensweise nicht so gut klarkamen in der Schule, das Stillsitzen, unsere Ernährung. Cartoon, was ist das? Ein Cartoon ist ein Zyklus vor 20 Jahren. Okay. Und das letzte Cartoon, das war halt so der Erleuchtungskartoon eines 5200-jährigen Zyklus. Und das war halt die Zeit von 1993 bis 2012. Und da haben wir schon festgestellt, wow, es kommen ganz neue Kinder auf die Welt. Also da fing es ja dann an mit Indigo-Kindern und dann Kristallkindern, genau. Kinder der neuen Zeit und so. Dann nach 2000, die letzten 13 Jahre, waren nochmals so ein Beschleunigungs- und Erhöhungskick. Und dann ab 2013 jetzt sowieso. Und diese Kinder, die brauchen einfach eine spezielle Lebensweise. Ganzheitlich, natürlich, gesund. Die haben so viel Energie in sich drin und die sind so intelligent und bewusst. Aber man muss ihnen zeigen, wie können sie diese Energien kanalisieren, wie können sie diese lenken und dass sie die Herrschaft haben und nicht einfach nur durch den Wind sind und die Post abgeht. Und wenn die dann noch Zucker und Weißmehl und viel Computer stillsitzen und innen drin staut sich noch mehr, dann ist ja klar, dass die durchknallen. Die können gar nicht anders. Und durch jetzt zum Beispiel die Verbindung von Bohr, monatomischem Iridium, das ist eine super Unterstützung für die, dass erstens mal das Bohr, das synchronisiert unsere ganzen Gehirnbereiche und verbessert die energetische wie aber auch die neuronale Vernetzung. Wir haben ja nicht nur ein Gehirn, das ist ein Trugschluss, wir haben viele Gehirne und die muss man orchestrieren. Mhm. Und unser Gehirn geht runter bis zum Steißbein, also wir sitzen auch auf unserem Gehirn, also diese Achse Himmel, oder Geist und Erde, Materie, die ist auch in uns angelegt. Und das Bohr hilft den Kindern einfach, diese Energien besser zu verbinden, die Gehirnbereiche besser zu verschalten, auch das Willenszentrum im präfrontalen Kortex mehr zu stärken, dass sie mehr auch willentlich diese Energien besser halten können, sich fokussieren können. Das heißt eigentlich, die Kinder haben eine super Software, aber eine durchschnittliche Hardware, wie wir alle wahrscheinlich, oder? Ich würde eher sagen, sie haben eine super Hardware, können aber mit der Software, die sie in sich tragen, nicht wirklich umgehen, weil sie ihnen keiner zeigt. Ja. Vielmehr so. Das sind Quantenrechner, das sind nicht mehr Commodore. Weißt du, die 64. So wie wir noch aufgetaktet sind. Ja. Die kommen so. Wurr! Und dann, wenn sie dann falsche Lebensweise und man gießt dann immer noch Schnellfeuer rein, eben Zucker, Weißmehl, Pizza, das sind genau die Dinge, die sie auch lieben, dieses Junkfood-Zeug, aber das ist gar nicht gut. Und dann sind sie viel zu wenig in der Natur, weil die brauchen viel Natur, die brauchen viel körperliche Erfahrung, Bewegung, dass sie das auch über den Körper ausleben können und so weiter. Dann kommen sie auch wieder runter, diese Energie muss gelebt werden, dann können sie sich auch wieder für die Hausaufgaben konzentrieren oder so. Das heißt, aber ein paar Tage Blaubeerwald, das wäre doch nicht schlecht, oder? Das ist natürlich auch etwas, was wir immer mehr machen. Bietet ihr das an? Auch? Ja, wir haben jetzt einen gemeinnützigen Verein gegründet, wo wir einerseits Pferde retten vom Schlachter und Esel, da haben wir jetzt schon viele. Und ein Großteil davon leben jetzt im Blaubeerwald. Und wir fangen jetzt auch mehr an, auch mit Pferden oder Naturbegegnungen. Jetzt Anfang Januar zieht noch jemand ein, der Naturcoach ist und auch seine schamanische Ausbildung gemacht hat. Und einfach mehr das Naturerlebnis, weil die Kinder sind viel zu digitalisiert. Die sind viel zu verkünstelt und wir brauchen die Natur, das ist unsere Basic, das ist unser wahres Wesen. Ich meine, der Geist liebt das Künstliche, das darf er ja auch und das ausdrücken, aber sollte halt der Gleichgewicht da sein, dass wir nicht krank werden. Und diese Kinder sind alle krank und wissen zum Teil nicht mehr wie sie einen Hund streicheln sollen oder eine Katze oder auch die Begegnung mit Pferden. Nur mit Pferden zu sein, das hat eine ähnliche Wirkung wie mit Delfinen. Wir haben auch seit 20 Jahren Erfahrung mit Delfinen. Wir machen Delfinreisen und reisen da mehrmals im Jahr zu den Delfinen und erleben da wild lebende Delfine in einem geschützten Rahmen. Und die Pferde haben die gleiche Wirkung oder Esel.
Und eben mit, aber auch mit den Monoelementen, also mit dem Bor und das Iridium hilft, die zu verankern, die besser zu erden, die unteren Chakren zu stärken, dass sie sich sicherer fühlen, dass sie auf festem Boden stehen und auch in ihrem Selbstvertrauen und in ihrer Selbstsicherheit stabiler werden. Und Mutter Erde ist ja ganz wichtig, also die Magnetkraft von Mutter Erde hilft ja auch, es gibt ja eine Verbindung von unserem Herzchakra zum Herzen von Mutter Erde und zurück, wo ständig ein Austausch stattfindet, sogar auch auf physikalischer Ebene. Das heißt, wenn wir barfuß auf der Erde gehen, dann findet ein Ionenaustausch statt und das braucht unser Körper und unser Energiesystem, um in einen Ausgleich zu kommen. Mhm. Jetzt, wenn wir zu viel elektrische Energie aus dem Geistigen haben, so sind, und wir gehen in die Natur, dann hilft uns die Natur, das zu regulieren, zu erden, abzuleiten, was zu viel ist, aber auch von ihren Kräften mehr aufzunehmen. Und da hilft eben das Iridium sehr gut. Und bei solchen Kindern ist oft auch ein Geburtstrauma vorhanden, ein Bruch, dass die entweder schon in der Schwangerschaft oder im Geburtsvorgang sich nicht erden konnten. Also entweder wurde die Geburt mit Anästhesie gemacht, dass die auch betäubt waren, oder Kaiserschnitt halt viele und solche Geschichten. Mhm. Und dann fehlt die Erdung. Das heißt, du hast dann so einen Energiewirbel, der aber nicht geerdet ist und soll aber in einem irdischen Feld in unserer heutigen... Ja, der weiß dann gar nicht, wo er hingehört. Natürlich oder? Nicht. Und da hilft dann eben einerseits das Bohr, um das besser zu koordinieren und zu kanalisieren im Bewusstsein und gleichzeitig die Erdung zu verbessern, dass diese Kinder oder diese Wesen halt wirklich dann hier sind. Weil die schweben dann meistens, sie sind gar nicht da. Und ich glaube, das kennen viele Zuschauer, dass sie das Gefühl haben, Mensch, ich habe so viele tolle Ideen, ich will gerne das und das machen oder die und die Visionen sogar, aber ich kriege es nicht wirklich umgesetzt. Ja, das haben sehr viele, gerade jetzt in der heutigen Zeit. Ja. Ideen sind da, aber wie setze ich es um? Ja, und auch ich habe viel zu tun mit jungen Erwachsenen, die sich völlig deplatziert fühlen. Das heißt, die sagen, hey, ich finde meinen Platz in dieser Gesellschaft nicht. Ja. Weil das, was meine Eltern gelebt haben, das will ich nicht. Da bin ich nicht bei. Kann ich gar nicht. Die können das gar nicht, einen Job machen, 8 Stunden am Tag, mitunter noch mit Stress und so weiter, diese Leistungen, die können das nicht mehr. Weil sie einfach auch energetisch nicht richtig angebunden sind ans irdische Feld oder einfach innere Konflikte haben oder einfach wirklich überhaupt nicht die Berufung haben, die Bestimmung haben. Ja, der Sinn ist sowieso noch was anderes. Also nur eine Wirtschaftsindustrie am Leben zu erhalten, ist eh völliger Blödsinn. Und sich aussaugen lassen, versklaven zu lassen. Ich wollte gerade sagen, sind wir Sklaven, oder? Ja, natürlich. Also wenn wir uns versklaven lassen. Genau. Also Befreiung und eben diese Befreiung, viele von denen lassen sich eben nicht versklaven, finden aber keinen Platz, weil diese Strukturen entstehen ja jetzt erst. Also diese Lebensstrukturen, wo man leben kann und nicht einfach nur eben nach dem Feierabend, am Wochenende und nach der Rente. Und die muss man halt auch abholen und die finden da halt auch eine Unterstützung in den Monoelementen, weil da viel innere Schaltstellen verändert werden können, viele Ungleichgewichte sich wieder ausgleichen können und zwar letztlich als Teamwork, das heißt die Monoelemente triggern's und dann darf die Energie aus ihnen selber, die ist ja da. Also jeder hat ja alles in sich, was er braucht. Und was er auch als Absicht gehabt hat, hey, für die Inkarnation hole ich mir das alles mit in den Rucksack, damit ich das dann auch verwirklichen kann. Und das ist das Faszinierende daran. Jetzt wissen wir, was wir für die Jungen tun können. Also wir können sie unterstützen, näher zur Natur, mit den Elementen, monoatomischen Elemente. Was machen wir mit den Alten? Weißt du, die noch an den alten Strukturen hängen und borniert einfach sich nicht ändern wollen, was würdest du so jemandem geben? Nix. So als Unterstützung? Nichts. Lassen? Natürlich. Also ich finde das eines der wichtigsten Dinge, den freien Willen, so frei er auch eben ist, ich rede eigentlich mehr von der freien Wahlmöglichkeit, dem anderen zu lassen und seine Selbstverantwortung zu lassen. Aber wenn er jetzt eine Wahl hätte, oder? Und er dir begegnet, ja, und er sagt, ich möchte wissen, was ich für Wahl habe. Mhm. Was würdest du einem älteren Menschen jetzt geben? Dann würde ich die Resonanz schauen. Würde ich einfach wirklich, also zum Beispiel bei Frauen, die meisten Frauen brauchen nicht monatomisches Gold, sondern Silber. Mhm. Weil es die Weiblichkeit stärkt. Also das monatomische Silber lässt die Göttin aus ihrem Gefängnis raus und darf wieder wachsen. Weil das haben wir ein Riesenproblem nach 5000 Jahren Patriarchat und Unterdrückung. Da können die noch so lange von Frauenquote reden, weil wir haben ja keine Frauen in ihrer weiblichen Kraft in der Politik oder in der Wirtschaft, sondern wir haben Mannsweiber.
die leben das Männliche als in einem weiblichen Körper. Und das ist nicht das, was wir brauchen. Wir brauchen echte Powerfrauen. Und das monatomische Silber kann diese Weiblichkeit sich wieder aufrichten lassen, kann die Wunden heilen, helfen, die einfach im Laufe von Inkarnationen passiert sind. Also es sind viele Frauen, die wirklich aufgrund von früheren Inkarnationen als Hexe verbrannt und da gefoltert und da, oder unterdrückt worden in einer männlichen Struktur oder als Sklavin oder weiß nicht was, dann über das monatomische Silber dann einfach ihre Weiblichkeit endlich wieder sich auch erblühen lassen dürfen, ohne sich behaupten zu müssen. Weil viele Frauen haben das Gefühl, ja, damit ich meine Frau leben darf, muss ich mich dem Mann gegenüber behaupten, ja, und beweisen. Dann wird es aber schon wieder männlich. Genau, oder? Eben. Ja. Raus aus diesen patriarchalen Strukturen, aber auch nicht zurück ins Matriarchat, sondern endlich in diese Gleichberechtigung, also in diese, weil dieser Tanz, der zwischen diesen männlichen, weiblichen Wesensarten entsteht, ist etwas Wunderschönes. Mhm. Und eben dem, und da viele rufen an und sagen, ja, das monatomische Gold. Und dann merke ich also, okay, haben Sie sich schon mal das Silber durchgelesen? Weil ich sofort merke einfach, okay, na, das ist, da ist eigentlich erst das Silber. Das Gold, ja, ist gar nicht in Resonanz. Es ist manchmal vielleicht der Wunsch, sich selbst zu sein, also als Frau. Mhm. Und das fühlt sich eigentlich stark an, wenn man dran denkt. Und dann interpretieren Sie einfach, ja, Gold ist die Power und ist verkehrt. Ja, nicht, also Gold ist für mich ganz klar beantwortet die Sehnsucht der Menschen nach der Seele, nach dem Seelensein, nach dieser Verbindung. Endlich wieder, ich bin Seele und habe diesen Menschen, diese Umkehrung zu erleben. Weil die meisten Menschen leben immer noch in diesem Zustand, ja gut, ich bin Mensch und ich strauchle mit dieser Wirklichkeit und habe meine Kämpfe und Schwierigkeiten. Ja, und irgendwo soll ich eine Seele haben, die schwebt auf Wolke 7 und hat mich hier abgesetzt und vielleicht, und am Tod holt sie mich wieder ab. Und diese Identifikation ist eigentlich völlig verkehrt. Wir sind nicht der Mensch. Der Mensch ist unser Avatar, den wir extra erschaffen als unser Kind, damit wir in dieser Realität einfach in diesem multidimensionalen Kino Planet Erde unsere Erfahrungen machen können, die aber so intensiv sind, dass sie uns als Seele verändern. Aber wir sind die Seele. Genau. Und das ist halt diese Sehnsucht, und da haben auch viele Frauen haben ja diese, die Frauen haben ja noch stärker diese Sehnsucht eigentlich nach der Seele als die Männer. Wobei, das verändert sich jetzt Gott sei Dank auch. Also das sieht man auch an den Seminaren. Früher waren ja hauptsächlich, da haben wir die Frauenquote zu 18 Frauen auf 20 Teilnehmer. Ja, ja, so ungefähr, genau. Und die Männer kommen jetzt natürlich stark nach. Also ja, das erleben wir auch, dass immer mehr Männer, aber einfach dieser Wunsch in den Frauen nach dieser Seelenheimat oder diesem Seelensein ist halt einfach sehr groß. Und darum reagieren viele Frauen auf das Gold. Mhm. Aber sie bräuchten eigentlich zuerst mal das Silber. Mhm. Oh, ja. Ja, wir erleben das übrigens auch an unseren Seminaren. Es kommen viel mehr Männer. Mhm. Und wenn ich so beobachte manchmal, alle sind orientierungslos, sage ich jetzt mal. Sie suchen nach ihrem neuen Sein, so quasi. Mhm. Und da würde das Gold monatomisch unterstützen. Ja, wenn es auch ein Männlichkeitsthema wäre, dann wäre das monatomische Eisen noch spannend. Mhm. Weil Eisen wieder ganz klar das Thema des inneren Mannes triggert. Die männliche Seite, die Vaterthematik, auch diese Rollenbilder, weil du hast das angesprochen, sie suchen nach einem neuen Sein. Ja, warum? Weil ihnen ja das alte Sein überstülpt wurde. Ne? Sie wurden da in eine Hülle. Ja, ein Mann ist so und hat so zu sein. Ja, ja, oder auch dann oder die Beziehung vom Vater, wie der Vater seinen Sohn haben möchte. Klar. Und wir aus Liebe natürlich dem Vater zuliebe sagen, ja, gib mir dein Mannbild, wer muss ich sein? Ich mache mein Bestes, dass ich das leben kann. Aber da haben ja viele extreme Schwierigkeiten. Und wird immer bewusster, eben durch diese Aufwachprozesse, die ja schon rein durch die astrophysikalische Einstrahlung, durch die spirituelle Erhöhung und alles, was jetzt passiert in unserem Sonnensystem. Es ist ja nicht nur ein irdisches Problem, also Thema, diese Veränderung. Mhm. Unser ganzes Sonnensystem verändert sich. Und das ist dann das Spannende, dann wachen die auf, plötzlich merken die, ich kann das nicht mehr. Ich kann dieser falschen Identifikation nicht mehr länger Ausdruck geben, und aber wer bin ich jetzt? Ja, und dann geht's auf die Findung. Aber es ist die Sehnsucht, echt werden zu wollen. Ja, dann natürlich. Natürlich, weil das Leiden einfach überdramatisch wird. Also die Leidenergie auf unserem Planeten ist hochgradig gesättigt. Also sowohl im Körper von Mutter Erde, so viel Blut, vergossenes, geopfertes Blut,
und auch die geistigen Ebenen von Mutter Erde, so viel Negativität, so viel, ich meine, wir können wählen, wir können sagen, okay, entweder wir haben wirklich einen Kataklysmus, die Erde geht durch den Polsprung, durch massivste Veränderungen, die eben dann mit Vulkanausbrüchen, Erdbeben, Überschwemmungen, Stürme und, was da alles aus der Naturseite kommen kann, oder wir übernehmen endlich Verantwortung für diesen Planeten und bereinigen das, was wir an Schaden angerichtet genau. haben. Genau. Transformation und, statt Ausbruch. Genau. Genau. Und ich bin mir da nicht sicher, da muss ich ehrlich sagen. Ich schwank noch etwas. Ich meine, ich hatte früher so meine Illusionen, was alles möglich ist, und darum bin ich jetzt mehr auf den Wahrscheinlichkeiten, nicht mehr auf den Möglichkeiten. Aber ich sehe Gutes, dass es zumindest regional in bestimmten Bereichen sehr groß vorwärts geht. Das können wir ja sehen. Absolut. Und jeder Mensch hat ja die Macht zu sagen, okay, ich bin zwar ein Stück weit eingebunden in diese kollektive Welt, aber trotzdem manifestiere ich mir mein kleines Universum, und ich kann ja wählen. Ich muss ja nicht, auch wenn jetzt die Erde durch heftige Bereiche durchginge, muss ich ja nicht unbedingt dem so ausgesetzt sein wie andere. Also ich kann mir dann ja trotzdem sagen, ja, aber ich möchte den Weg der Liebe gehen und nicht der Angst. Und da helfen einfach die Mono-Elemente natürlich auch ganz stark, dass einfach diese Bewusstseinserweiterung in großen Schritten vorwärts geht, aber immer noch individualisiert. Das ist das Faszinierende daran. Genau, weil sie uns immer dort abholen, wo genau, wir stehen. Genau. Eine andere Frage noch zum Germanium. Mhm, ja. Erzähl uns mal was über das Germanium. Ja, habe ich dich schon empfangen. Weil das war das Nächste, was ich gerne erzählt hätte. Das Germanium kennt man ja hauptsächlich als organisches Germanium in der Krebsbehandlung oder grundsätzlich, um zum Körper Sauerstoff in die Zellen zu bringen, und weil das Germanium einfach den Sauerstoff über die Eiweißbrücken hinüberbringen kann und so weiter. Das Monatomische macht was Ähnliches, aber im emotionellen und im energetischen Sinne. Das heißt, es bringt, wenn man sagt, so, Sauerstoff ist etwas Erfrischendes, etwas Leichtes, etwas Fröhliches, etwas, was auch Licht transportiert oder in sich hat, kann es eben in energetische und emotionelle Strukturen reinbringen und kann helfen, dass eben der Loslassprozess von schweren, traumatisierten, negativen, verletzten Gefühlen und auch begrenzten energetischen Strukturen, dass man sich einfach leichter tut, diese alten Schlacken und Hüllen abzulegen. Nicht mehr eben im Kampf und brachial, wie das früher noch war, mit heftigen Therapieformen, sondern dass man es einfach sich entscheidet. Also es ist eh ganz wichtig, wir müssen uns ständig entscheiden und dass wir uns halt bewusst entscheiden und als Einheit entscheiden. Und nicht der Kopf sagt, ich gehe da lang, das Herz sagt, ja, aber ich würde lieber da lang gehen, und der Bauch sagt, ja, aber da drüben ist auch noch spannend. Sondern dass die halt auf einer Linie sind. Und das Germanium, das Monatomische, hilft uns einfach zu sagen, hey, let go, lass los, es war. Hol da aber auch deine Erkenntnis draus, das ist ja auch noch wichtig, dass wir das Leiden nicht einfach nur als Bestrafung, als schlechtes Karma oder Pechvogel betrachten, sondern jedes Leiden vollzieht der Prozess in uns. Und dieser Prozess ist wichtig für unsere Bewusstseinserweiterung. Und natürlich könnten wir diese Bewusstseinserweiterung auch in Liebe vollziehen. Aber viele Menschen halt aufgrund des Bewusstseins, was sie haben, nehmen halt den Weg des Leidens. Um durch wir in einem... Optionale Entscheidung, oder? Ja, ja, schon. Aber das ist halt, man ist es halt so gewohnt, weil man nicht aktiv aus Liebe heraus die Bewusstseinserweiterung immer tagtäglich, das ist ja nicht etwas, was ich am Wochenende mache, sondern das ist ja 24/7 im Hier und Jetzt immer wieder. Und die meisten Menschen brauchen halt noch diesen Leidensdruck, diese Motivation, um innere Prozesse zu durchleben, damit sie dann aber auch die Entscheidungen treffen und dann ihren Weg in andere Zukunftswege hin. Und jetzt wird es spannend. Du hast vor 10 Minuten hast du die Zeit speziell erwähnt, jetzt die Zukunft, und das geht in Richtung, können wir Zeit reisen? Was meinst du dazu? Also ich habe ein bisschen ein anderes Konzept von der Zeit. Also das, was wir Zeit nennen, ist keine Zeit. Sondern? Bewegung im Raum. Und das ist ein großer Unterschied, weil Zeit ist eine vierdimensionale Größe. Jetzt reden wir aber von Minuten, Sekunden und so weiter. Und da geht es nur um die Bewegung der Erde, um ihre eigene Achse oder um die Sonne herum. Das ist Bewegung im Raum, das ist eine dreidimensionale Größe.
wir verwechseln da unser lineares Zeitgefühl mit der wahren Zeit. Und die Zeit ist halt etwas Vierdimensionales, das kommt aus den höheren Dimensionen, fließt mit Qualitäten und Kräften in Räume rein und erzeugt Zeiträume, wo bestimmte Dinge passieren, weil sie eben unterschwellig durch die Zeit getriggert werden. Also man könnte sagen, wir werden von einer Zeitmatrix in unserer Entwicklung unterschwellig gesteuert. Aber trotzdem nur so, dass wir jederzeit die freie Wahl haben zu sagen, ja gut, ich kriege jetzt eben eine Synchronisierung, ich kriege jetzt ein Angebot, und können wir sagen, ja oder nein, oder ich gehe jetzt nach links anstatt nach rechts, oder geradeaus oder ich gehe zurück, oder bleib mal sitzen und mache Pause, oder wie auch immer. Aber, und darum, Zeitreisen sind für mich eigentlich Raumreisen. Das heißt, wenn ich jetzt von hier aus an den Ort reise, wo die Erde vor einem Jahr war, dann bin ich auch automatisch vor einem Jahr. Das ist das Konzept, was ich habe von Zeitreisen. Weil Zeit ist wieder etwas, was uns dann in die Multidimensionalität bringt. Also über die vierte Dimension geht es dann in die Verbindung der fünften, sechsten, siebten Dimension. Und es gibt auch Zeitbrücken energetisch. Das ist das Spannende halt, was der Maya-Kalender uns eben aufzeigen kann, dass wir immer wieder mit bestimmten Ereignissen in unserem Leben, mit bestimmten Jahren unseres Lebens oder sogar mit unserer Geburt eine übergeordnete Verbindung plötzlich haben an bestimmten Tagen. Und das ist das Spannende. Da geht es aber um die Informationsübertragung. Da geht es mehr um die Qualitäten und um die Ereignisse. Das ist eine innere Zeitreise. Mhm. Das ist eben der Unterschied für mich. Die wahre Zeitreise, wie wir es eigentlich allgemein verstehen. Ich gehe jetzt in das Jahr 0 zurück oder in das Jahr 20 nach 0 und schüttle ihm Jesus die Hand. Da muss ich an den Ort zurückreisen, wo die Erde sich befunden hat, in unserer Galaxie oder in unserem Universum. Mhm. Und dann bin ich automatisch in dieser Zeit. Mhm. Hast du schon vom Mandela-Effekt gehört? Ja. Ist sicher auch spannend jetzt. Du hast das Wissen vom Maya-Kalender, von der Zeit. Und jetzt kommt immer mehr dieser Mandela-Effekt, ja, auch ein bisschen nach Europa, sage ich mal. Was kannst du uns dazu erzählen? Das hat mit dem Konzept zu tun, dass es nicht nur eine Erde gibt. Also parallele Realitäten, mit denen ja auch die Physiker schon länger experimentieren oder rechnen. Und ein Autor, der mir das Thema näher gebracht hat, war Richard Bach. Der Autor der Möwe Jonathan, mhm, hat auch noch andere hervorragende Bücher, mhm, geschrieben. Und da geht er auch auf das Thema ein, Brücke über die Zeit. Und eben, dass es parallele Welten gibt und so weiter. Und auch die Beschäftigung damit. Ja, was ist jetzt, wenn das Leben... Für mich ist es so, das Leben möchte alles erleben. Also die Schöpfung ist so kreativ und so dynamisch, dass es sich nicht genügt, für das Leben zu sagen, ja, mir reicht es, wenn du nach links gehst. Und das Rechte haben wir dann halt nicht erlebt, sondern ich habe mir dann auch so dieses Spiel mit mir gemacht, okay, wenn ich jetzt jede wichtige Entscheidung meines Lebens mich aufsplitte und ich sage, ich als Martin gehe rechts, aber ein anderer Martin geht links. Genau, jede Entscheidung bewirkt das Gegenteil. Flup, flup, flup. Und ja, führt dann zu einer Multidimension oder einer Multiparallelität von verschiedenen Welten und Menschen. Und das ist für mich etwas, was halt die Quantencomputer, weil es hat ja mit den Quantencomputern, ja, zu, der Mandela-Effekt. Aber nicht nur, es hat auch überhaupt etwas mit der ganzen Technomagie zu tun, die Menschheit momentan betreibt, auch mit CERN, was da alles abläuft im Teilchenbeschleuniger und so weiter und was für Portale da geöffnet werden. Das heißt, und dann kommt doch die Entwicklung der dazu, dass die Schleier sich langsam immer dünner werden. Das heißt, diese übergreifenden Dimensionen... Ich meine, das ist ja das ursprüngliche Wort übrigens von Apokalypse, die Schleier... lüften sich. Genau, die Offenbarung. Ja, mhm, genau. Richtig. Und das passiert jetzt. Das heißt, die Grenzen zwischen den Welten verschwimmen. Und wenn man dann natürlich solche Technologien noch anwendet, die mit diesen Raum-Zeit-Gefügen spielen, dann hast du plötzlich Überlappungen. Und dann können wir uns plötzlich streiten über die Vergangenheit und sagen, nein, das war der und der Film oder der hat so und so geheißen, mhm, oder der Schauspieler hieß so oder nein, der Mandela, der ist doch Präsident gewesen, nein, der ist im Gefängnis gestorben. Und dann passieren solche Effekte. Aber ich finde das eigentlich spannend, weil es uns aufzeigt, unser Realitätsgefüge ist nicht so deutlich getrennt und gefestigt, ja, wie wir das uns erzählt bekommen haben. Ein Beispiel. Du kennst ja das Dollarzeichen, mhm, oder? Wie sieht das aus?
Also ich sehe es mit zwei Strichen. Ich auch. Aber heute hat es nur noch einen Strich. Ja. Und ich fahre Volkswagen. Okay. Kannst du dich an das Logo erinnern? Früher wie das VW. Alles in einem Guss, oder? Ja. Jetzt ist es in der Mitte getrennt. Okay. Ja. Aber jetzt, das kennen sicher viele Leute, die jetzt zuhören, jetzt meine Frage, was denkst du, wir, die jetzt die Erinnerung anders hatten, sind jetzt in einer Welt, wo es anders ist, sind wir die, die geschiftet haben quasi, die Welt gewechselt haben oder die Dimension, oder sind es die anderen, die zu uns gewechselt sind? Was würdest du sagen? Weder noch. Weil das würde davon ausgehen, dass es, dass die unsere Wirklichkeit eben so feste Räume hat, aber hat sie nicht. Das heißt, wir können uns so vorstellen, wir sind in einem riesigen Pool und Myriaden von Luftblasen in diesem Wasser und wir sind aber alle im gleichen Raum-Zeit-Gefüge, aber das ist eben nicht so starr, sondern das ist das Wabert. Also in jeder Blase eine andere Realität, genau, aber dasselbe und dann, insgesamt. Genau, und je nachdem, wie wir dann Milliarden von Menschen, die haben vom Mandela-Effekt noch gar nichts gehört. Ja. In welcher Realität sind denn die? Aber die kann dich auch besuchen. Ihr könnt zu denen hinfahren und die Hand schütteln und sagen, hey, wir können uns trotzdem begegnen. Also ich, meines Erachtens... Aber es gibt auch viele, denen wir nicht begegnen. Oder denen wir mal begegnet sind und sie jetzt nicht mehr finden. Es gibt ja ganz krasse Geschichten. Eine Frau ist am Morgen aufgewacht, hat plötzlich einen fremden Mann im Bett und ein anderer Mann, der hat plötzlich zwei Kinder weniger. Okay. Das ist dann krass, ja, oder? Ja, das sind dann die, okay, ja, die Phänomene habe ich auch schon gehört. Und eben, aber das meine ich, das sind unterschiedliche Räume, die gleitend und fließend sind. Und ich glaube, es ist schon derjenige, der es wahrnimmt, der wechselt. Ja, das ist ein guter Anhaltspunkt. Derjenige, der wahrnimmt, genau, hat gewechselt. Hat gewechselt, genau. Okay. Der andere war schon dort. Wenn wir jetzt aber in die Welt von denen gewechselt haben, heißt das, die waren ursprünglich, ich sage jetzt mal, einen Schritt weiter schon, weil wir sind jetzt erst gekommen. Ja, aber ich sage nicht, das ist jetzt, wir wechseln von einer Welt zur anderen, weil das ist eine Welt, aber diese eine Welt hat halt ganz viele dynamische, fließende Räume. Genau, aber in diesem Bewusstsein, wo wir jetzt sind, wird wahrscheinlich, sage ich mal, so ein Dritter Weltkrieg und so weiter nicht stattfinden. Ja. Aber da, wo wir vor 30 Jahren waren, wahrscheinlich schon, hat wahrscheinlich auch stattgefunden, ich sage jetzt mal 2012, weil dort ist für mich so eine Schnittstelle gewesen. Ja, also das, oder 1998 war auch so ein Datum, da kann ich mich gut erinnern, weil da auch so das Zahlenspiel numerologisch 666 drin gesteckt ist in dieser Jahreszahl und so. Und da waren also ganz viele Ängste. Ein Abschluss dort. Ja, ja, da waren ja ganz viele Ängste. Also ich glaube eben, es gibt viele Erden und es gibt auch in der jetzigen Zeit, das heißt viele, es gibt viele Zeiten, es gibt viele Räume, es gibt viele Erden und es gibt eine Erde, die durch den Dritten Weltkrieg durch ist. Es gibt eine Erde, da haben wir jetzt schon alles auf Bio, plastikfrei, naturiert wieder. Also darum sage ich, möglich ist alles. Aber ich gehe halt eben von dem wahrscheinlichen Betrachtung aus, sowohl für mich, okay, welche wahrscheinlichen Wege bieten sich mir an? Und im Kollektiven mache ich das auch. Also wenn ich halt wahrnehme, was nämlich in der Welt war, was für Prozesse nämlich war, wo stehen wir, zumindest in meiner Wahrnehmung. Ich kann ja nicht sagen, die Welt steht tatsächlich da. Ich kann nur sagen, was nehme ich wahr. Ist halt die Wahrscheinlichkeit, dass wir, wenn wir so weitermachen, dahin kommen. Oder dahin kommen. Genau, aber das Verbreiten jetzt zumindest von Monoatom und Gold und anderen Elementen führt zu einer höheren Frequenzrealität. Ja, das heißt definitiv. Also, die Menschen entscheiden dann von sich aus für eine für sie wünschenswerte Variante. Mhm. Ich glaube sogar, dass mit jeder Entscheidung grundsätzlich, also mit jeder echten Entscheidung, switchen wir schon zwischen diesen parallelen Räumen. Mhm. Ja. Weil, ich meine, wenn ich auch zurückblicke in meinem Leben, es waren zum Teil wirklich so kleine Entscheidungen, die ich einfach so flapsig getroffen habe, die aber zu großen Veränderungen geführt haben. Und seitdem bin ich auch sehr achtsam, dass ich eben die kleinen Entscheidungen nicht zu, wie soll ich sagen, ja, übersehe. Ja. Weil ich auch erkenne, es sind nicht immer die großen Entscheidungen, die zu großen Veränderungen führen. Nein, das ist auch meine Erfahrung. Je
je größer, sage ich mal, die Entscheidungen für den Verstand gewesen sind, desto weniger haben sie gebracht. Oder? Genau, genau. Ja. Und, ja. Martin, wir könnten stundenlang noch, und ich vermute, wir werden uns auch mal wiedersehen und intensiv nochmals über den Mandela-Effekt austauschen. Ja, sehr gerne, ja. Aber wir sind langsam am Ende und ich möchte dir noch die Möglichkeit geben, habe ich irgendwas vergessen, was dir jetzt noch wichtig ist, wo du denkst, das sollten die Menschen unbedingt da draußen noch wissen? Kurz zusammengefasst, was ist eigentlich deine Vision? Kann ich nicht beantworten. Ich habe so viele. Wenn die alle zusammenfasst, was wäre es dann? Dass die Liebe wieder manifestiert wird. Das ist eigentlich meine tiefste Vision. Dass einfach die Liebe wieder da sein und die Grundlage unseres Lebens bietet. Ja, ich glaube, da sind wir alle bei dir. Und jetzt kommen wir zum schönen Teil. Und zwar habe ich ein paar Satzanfänge für dich vorbereitet, die du einfach spontan vervollständigen kannst. Okay. Also zum Beispiel, ich bin. Alles und nichts. Manner ist. Ein wunderbarer Freund. Der Tod ist? Auch ein wunderbarer Freund. Das Leben ist? Alles und ja, alles und noch mehr. Vertrauen heißt? Angekommen sein. Freiheit ist? Immer da. Angst ist? Ein Lehrmeister. Erfolg ist? Eine Begleiterscheinung. Wenn man das lebt, was man liebt. Kinder sind? Einfach wunderbar, genial. Menschen sind? Manchmal schwierig, manchmal leicht. Menschen sind die Hauptaufgabe dieser Erde. Für die Erde, oder? Ja. Spiritualität ist? Etwas Normales, was jeder hat, was jeder ist. Gott ist? Frag es. Ich weiß es nicht. Liebe ist? Der Herzschlag des Universums. Welche Frage würdest du dir selber quasi gerne stellen in so einem Interview? Oder gestellt bekommen von mir? Das ist schwierig, weil es gibt so viel zu sagen. Und ich kann nur sagen, jeder Mensch hat theoretisch alle Möglichkeiten, wahrscheinlich bestimmte Möglichkeiten, aber es geht eigentlich viel um Mut und um Selbstvertrauen. Traut euch, auf eure Stimmen zu hören. Traut euch, verrückt zu sein, weil ihr seht ja, wo uns die normalen Menschen hingebracht haben, in welchem Zustand. Also folgt eurer Intuition, folgt eurer Herzstimme. Das ist so wichtig. Gebt ihr die notwendige Erdung, das ist auch wichtig, also nicht kopflos oder bodenlos einfach immer nur, das gibt bestimmte Momente, da ist es nötig, aber in der Regel kann man das auch sehr bodenständig umsetzen, was das Herz sich wünscht oder wo das Herz einen hinzieht. Aber nutzt einfach die Möglichkeiten, die da sind. Wir haben jetzt wirklich alles zur Verfügung, alles. Also das heißt, unsere Realität, auch das Internet, die Angebote, es ist alles da. Die monatomischen Elemente, das ist einfach ein Tool, oder das sind bestimmte Helferlein, und ich meine, ich liebe sie und ich möchte sie in meinem Leben nicht missen, weil ich einfach weiß, und was sie alles bei mir bewirkt haben, was sie bei vielen Menschen bewirken können als Unterstützung, auch nur temporär, die muss man nicht ein Leben lang einnehmen, das ist auch Blödsinn, das muss jeder selber entscheiden, wie lange er mit bestimmten Elementen leben möchte, sie einnehmen möchte und dann eine Erfahrung macht und irgendwann hat man das Gefühl, jetzt brauche ich es nicht mehr oder macht eine Pause, wie du das auch gesagt hast, Bruno, aber einfach geht's weiter, bleibt nicht stehen und lasst euch vor allem nicht ständig in der Angst halten. Hört nicht auf die Manipulationen der Medien oder auch, es gibt auch in den alternativen Medien leider viele Missinformationen, die Angst erzeugen. Geht's den Weg der Liebe, sucht immer Lösungen und nicht, was alles passieren kann, weil es kann auch hier, kann theoretisch auch alles passieren. Sowohl das Schönste, wie auch das Schlimmste. Aber einfach vertraut euren Herzen, verbindet euch mit eurer Seele, verändert eure Identifikation, ihr seid Seelen, ihr seid nicht Menschen, der Mensch ist nur euer Gefäß, dass ihr in dieser wunderbaren Welt eure Erfahrung macht. Und auch eine Bitte, pflegt Mutter Erde.
Gebt's Mutter Erde und den Tieren und ihren Naturreichen, den Pflanzen und so weiter, eure Aufmerksamkeit. Wir sind die Hüter der Erde. Wir haben eigentlich die Aufgabe, nicht diesen Planeten zu zerstören, sondern ein Paradies hier herstellen zu können. Wenn wir Menschen uns mit der Natur verbinden, dann ist es einfach ein Wunder, was wir miteinander kreieren können. Etwas Wunderbares. Und ich glaube, jeder Mensch möchte gern in einer solchen Welt leben, wo man in der Früh aufwacht und das Herz jubelt und man sich einfach nur freut, wieder einen Tag auf diesem wunderbaren Planeten verbringen zu können. Und das wünsche ich dir. In diesem Sinne, liebe Zuschauer, herzlichen Dank, Martin, für das spannende Gespräch. Danke dir, Bruno. Es hat mich sehr gefreut. Jetzt habe ich wieder mit Schweizerdeutsch. Ja, jetzt können wir wieder keine Sprache reden. Genau, ja. Aber bevor ihr ausschaltet, seid doch wieder dabei, wenn es zum nächsten Mal heißt: Willkommen bei FreeSpirit TV, dem Sender jenseits des Mainstreams. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit und bis zum nächsten Mal.